Jo Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Kanal. Und heute gibt es mal kein Gameplay von mir, denn es steht etwas an in Zukunft. Und zwar wird es eine neue Serie geben, an der viele, viele gute E-Sportler aus Deutschland dran teilnehmen werden. Und ich möchte euch das Ganze heute vorstellen, wer dran teilnimmt, welche Regeln es gibt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Wie ihr sehen könnt, die Serie heißt Vice Versa, kommt aus dem Englischen, hat seine Bedeutung. Könnt ihr gerne mal nachschauen, wenn ihr das wissen möchtet. Ansonsten kommen wir auch schon direkt zu den Teilnehmern. Ihr seht schon, jedem Spieler ist ein TOTS zugeordnet. Wir sind insgesamt 8 Spieler, das heißt, es gibt auch 8 TOTS, die vertreten werden. Wir haben zum einen Tinox dabei, der mit Vali spielen wird. Stylo ist mit Rabiot unterwegs. Dann komme ich mit Malcolm, Erne spielt mit Lamar, Salzo hat Gomez, Megabit mit Fabinho, Cody mit Gaia und Dr. Erhano mit Hamzik. Also hier haben wir schon mal die 8 Teilnehmer mit ihren TOTS-Karten, mit ihren Keyspielern quasi. Und somit kommen wir auch schon zu den Regeln. Wie angesprochen, 8 Teilnehmer werden insgesamt in 2 Vierergruppen aufgeteilt. Wir werden immer mit Hin- und Rückspiel spielen. Das eine Spiel wird auf dem Kanal sein von dem einen Spieler, das Rückspiel wird dann auf dem anderen Kanal logischerweise sein. Ihr kennt es mittlerweile eigentlich schon. Die 2 Besten aus der Gruppe werden sich dann für die K.O.-Phase qualifizieren und spielen dann das Turnier zu Ende. Die Regeln funktionieren so, das Turnier ist so aufgebaut, jeder hat seine Mannschaft und vor einem Spiel kann die Community zusammen mit dem Spieler versuchen aus dem gegnerischen Team zwei Spieler zu snipen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mein Gegner mit Ronaldo, also R9 und CR7 Ronaldo spielen sollte und meine Community sich einstimmig dafür entscheiden würde, dass diese beiden Spieler nicht spielen sollen, dürfte man die raussnipen und der gegnerische Spieler müsste sozusagen Ersatzspieler finden für R9 und Cristiano Ronaldo. Wichtig ist dabei, es gibt bei diesen Ersatzspielern 3 wichtige Regeln. Und zwar dürfen diese Ersatzspieler maximal 100.000 Coins kosten. Sie müssen dieselbe Nation haben. Das heißt, sollten wir Cristiano Ronaldo raussnipen, er ist Portugiese, linker Flügel, gibt es nicht mehr so viele Alternativen. Ich glaube, wir wissen alle, wer dann als nächstes in Frage kommt und das wäre schon Nani. Deswegen sollte man sich gut überlegen, ob man Cristiano Ronaldo wirklich benutzt. Denn Nani ist natürlich schon ja, ein sehr deutliches Downgrade an der Stelle. Was auch noch ganz wichtig ist bei den Ersatzspielern, sie müssen mindestens 6 Chemie haben, das heißt die Position muss annähernd stimmen und auch die Verbindungen zu den restlichen Teams. Vielleicht ein besseres Beispiel auf dem linken Flügel wäre zum Beispiel Ronaldinho, den man da spielen lassen könnte, denn Ronaldinho ist Brasilianer. Jetzt würde man erstmal denken, okay cool, man könnte ja einen Neymar nehmen, der ist ja auch Brasilianer. Da muss man dann aber wieder schauen, der Spieler darf nicht teurer als 100.000 Münzen sein. Allerdings hat man als brasilianischer Linksflügelspieler auch noch Coutinho, der jetzt auch nicht verkehrt ist. Und wie auch schon eben von mir angesprochen, es wird 2 Vierergruppen geben. Das werden die 2 Gruppen sein. Gruppe 1 besteht aus Stylo, Erne, Salzo und Cody. Die TOTS-Karten hatten wir eben schon angesprochen. Und die zweite Gruppe wird dann sein Tmox, Megabit, Dr. Hano und ich bin dabei. Wie gesagt, die besten 2 qualifizieren sich dann für die K.O.-Runde. Und ja, es ist ein kleines Turnier. Ihr seht, ja, sind Spieler aus der deutschen Spitze auf jeden Fall mit dabei. Und dann würde ich euch heute in dem Video erstmal auf jeden Fall noch mein Team vorstellen, denn jeder Teilnehmer durfte sich sein Hauptteam, mit dem er reinstarten will, natürlich erstmal selber zusammenbauen. Man musste natürlich ein bisschen überlegen, wie schon erwähnt, welche Spieler man dann wirklich benutzt. Und ich möchte euch einfach mal mein Team jetzt noch vorstellen, welches ich benutzen werde in diesem Turnier. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben nämlich hier den guten Ronaldo R9 im Sturm. Ronaldinho auf der linken Seite, Malcolm als Keyspieler auf der rechten Seite. Nochmal als Erwähnung, Keyspieler dürfen nicht gesniped werden. Ansonsten darf jeder Spieler gesniped werden aus diesem Team und man muss einen Ersatzspieler für ihn finden. Ansonsten im Mittelfeld mit Matheus, Vieira und Pogba, Gaia, Piqué, Blanc, Walker in der Verteidigung und De Gea am Tor. Man sieht schon, es sind nur Top-Nationen, da es natürlich einfach ist, da einen Ersatzspieler zu finden. Sollte ich jetzt nämlich einen Salah aus Ägypten, wie schon erwähnt, auf dem RF einsetzen, einen anderen Ägypter auf dem RF, ist halt sehr schwer zu finden. Deswegen sieht man hier natürlich nur die Top-Nation. Ich habe mir natürlich bei dem Team auch was gedacht. Ich habe mir schon ein zweites Team gebaut. Welche Spieler man nehmen könnte als Ersatzspieler. Allerdings soll die Community auch mitentscheiden und deswegen ja, habe ich natürlich Hintergedanken mit dabei, aber letztendlich wird es dann auch an euch hängen. Und damit sollte eigentlich auch schon alles gesagt sein erstmal für dieses Video. Wer die Regeln vielleicht noch nicht komplett verstanden hat, ich denke, das ergibt sich mit dem Laufe des Turniers. Ansonsten, ich habe auf jeden Fall mega Bock auf die Serie. Das werden ein paar sehr geile Spiele werden auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich einfach sagen, bin ich raus erstmal. Schaut natürlich auch bei den anderen Teilnehmern vorbei, denn auch die haben natürlich eine erste Folge hochgeladen. Sollte heute auch eigentlich online kommen. Insofern, Jungs, würde ich sagen, bin ich raus. Ciao.